Ach, du rennst schon vor, oder was? Achso. Ich stehe hier nur in der Mitte. Wo sind die jetzt hin? Die sind hier lang gegangen. Ach, da steht da. Ein Stein. Na, den brauche ich jetzt nicht. Okay, die bleiben jetzt aber da vorne stehen, wo der Bär ist, ne? Der wird ja dann irgendwo hier sein. Gucken wir mal von der Anhöhe runter. Von welcher Anhöhe? Hier oben, wo ich bin. Das ist noch nicht grad, wo, oder? Ich glaube, da kommt man dann nach dem Bären hin. Da ist auch Loot. Ja, hier ist ja, der Bär Schiss, sondern Loot. Ich glaube, der Bär wird hier sein. Ich meine, theoretisch, man kann hier runterklettern. Das war jetzt auch, wie du siehst, mein Gedanke. Ja, es hält uns nicht wirklich jemand davon ab, diesen... Eine Saloon-Schrein. Oh, Arkane Kunde fehlgeschlagen ist nicht gut. Kiste da, die vergoldete... Okay, cool. Von der Truhe, oder was? Öffnet man jetzt so eine... Wie macht man die jetzt auf? Ah, wenn wir mal anklicken. Ah, hat wehgetan. Okay. Das ist Eis, oder? Kann man da Feuer drauf wenden oder so ein Scheiß? Ah, übrigens, hier oben ist der Eulenbär. Ich hab übrigens einen Trank gefunden. Warte. Trankgespräche mit Tieren. Ja, ah, nice. Der stand da. Das soll ein Eulenbär sein? Kann jemand Feuer da drauf schmeißen? Ich würde tendenziell erst mit dem Bären kämpfen. Vielleicht hat er da was. Ja, oder hier gibt es irgendeine Hidden Mechanic, irgendwas Hidden-mäßiges wieder. Hier drüben oder so. Ja. Oh, war nämlich okay. Fehlgeschlagen. Wir kommen mal alle und versuchen da was wahrzunehmen. Oh. Gebetszettel. Ich lese mal, ja. Oh, könnt ihr. Ein Gebet, das der Lune gewidmet ist und all darum bittet, die Segen der Mondmeid anzunehmen und in ihrer Großzügigkeit teilzuhaben. Das okay, war's. Das Symbol? Hey. Oh, ich habe einfach ein Buch reingesteckt. Warte mal. Ursprung von Selune und Schar. Ich glaube, der Foliant über den Konflikt zwischen den Schwestergöttinnen Selune und Schar, nachdem Selune die Sonne entzündete und mit Licht und Wärme Leben im Universum möglich gemacht hatte. Das ist wieder irgendein scheiß Rätsel. Ja, hier, da sind auch da Sachen. Die vier Sachen da. Da ist eine Kerze, Weihrauch, ein Glaskelch. Und nochmal. Muss man die vielleicht alle anzünden? Man kann das Weihrauch in die Dings packen, oder? In die Schale? Und dann anzünden? In den Glaskelch? Maybe. Wird vielleicht, bevor wir das Rätsel verkacken, speichern. Ja, ich kann speichern. Okay. Ja, wer möchte denn? Ich kann das machen. Probier's einfach mal, was macht was. Das ist so. Was macht denn jetzt? Was macht denn jetzt Sinn, da die Weihrauch-Dinger zu nehmen? Hast du auf jeden Fall schon eingesteckt? Ja, wie zündet man die jetzt an? Kann man die einfach auf die. Nein. Kann man auf die Kerze ziehen? Kein Plan. Kann man die auf die Kerze ziehen? Nicht genügend Platz, nein. Verwenden. Nein. Hast du in die Hand? Kerze nehmen? Hat folgenden Zustand erhalten, brennend. Das ist so wunderbar für die Kerze. Man muss die Stäbe gar nicht anzünden, damit sie ihre Süße. Okay. Oh, jetzt hab ich die auch reingesteckt. Wie so ein Staubsauger die... durch den Dungeon. Ups, weg ist es. Hoch ist meine Tasche auf einmal. Huppala, wie kommt das denn auf einmal hin? Okay, keine Ahnung. Das sind noch mehr Weihrauchstäbchen. Ich weiß nicht, ob die wirklich was damit zu tun haben. Möglich ist es. Ich würde erstmal den Eulenbär umklatschen und dann gucken, ob du mit deinem Eulenbären umklatschen. Ja. Das ist auch ein schwerer Stein. Sick. Was für ein schwerer Stein? Den man werfen kann. Das hat der Level 3, ah ja. Das sind aber mehrere, das sind kleine Eulenbären. Ja, er hat. Hä?
Überleben fehlgeschlagen. Intakte Eier. Ja, ich habe die Eierschalen gefunden. Also, ich bin übrigens im Dialog, ne? Ach so. Ja, ich habe gerade irgendwo verkackt, deswegen hat er mich entdeckt. Das ist einfach nur ein fetter Hippogreif. Ich kann noch mit ihm reden, weil ich das Ding noch anhab, ne? Mit Trank, oder? Was ist das? Etwas Schwaches, etwas Zartes. Ich muss euch nicht mal vorkauen, um euch meinen Sohn zu füttern, Zartfleisch. Du bist verletzt. Ups, falsche Höhle, ich geh wieder. Aber der ist anscheinend verletzt, ja. Oder soll ich versuchen, mich einfach zu nähern und den Speer rauszuziehen? Ich würde mitreden, glaube ich, erstmal. Ja, ja. Du bist verletzt und deinem Kopf steckt noch ein halber Speer. Well, I've got a bigger threat than you with worse. Einschüchtern überzeugen. Soll ich überzeugen probieren, oder? Lass mich einfach gehen? Nee. Ja, doch. Aber dann... Na, ich probier's. Man kann ihn ja immer noch töten. Warte. 10 brauche ich aber nur, ne? Ich hab's dir trotzdem mal gegeben. Ah ja, danke. Na gut, es hat geklappt. Ja, aber besser so. Naja. You're small, weak. Killing you would be a waste of time. Nein, ich würde dir doch nur den Speer da rausziehen. Aber Schattenherz ist einverstanden. Okay. Ja, stimmt, deswegen konnte ich noch mit ihr reden, weil ich den Trank noch drin hatte. Das ist funny. Das ist verstört. Untersuchen. Das Auge des Eulenbärenjungen ist beschädigt. Der Eulenbär kann keine kritischen Treffer mehr landen und ist bei Würfen auf Wahrnehmung im Nachteil. Nee, lassen wir die jetzt leben oder lassen wir jetzt nicht leben? Mal gucken. Ich gehe da jetzt einfach rein. Wir lassen sie nicht leben. Ich finde schön, dass ihr alle im Kampf seid und ich nicht. Na dann entscheide mal noch, was du tun willst. Kannst du auch noch einen Überraschungsangriff machen damit? Dann. Jo. Ich bin schon wieder dran. Ach nee, ich habe jetzt meinen Zug natürlich damit verbraucht. Naja. Endlich. Wilde Magie. Die Schutzlichter. Nur aber den Kleinen nicht töten. Ich glaube, der Kleine wird dich sonst gleich töten. Nee, gut. Dann kriegt er aufs Maul. Ja, irgendwie ist Schurke echt wirklich schwierig, an die Gegner dran zu kommen überhaupt. Um mit deinen Dolchen anzugreifen. Ja, das muss ich echt sagen, das fand ich in Divinity cool, dass man sich den Gegner hin teleportieren konnte. Na gut, sagt ja niemand, dass du das nicht noch lernst. Ja, sure, aber hier in Divinity hat man es ja relativ früh bekommen. Ja, das trifft gar nicht so wahrscheinlich. Mit dem Spalten komme ich nicht ran. Lena, die Spaltenexpertin. Zauberwirken blockiert, okay. Achso, ja klar, weil ich gerade in Rage bin. Wo habe ich jetzt eigentlich diesen Zauberslot her? Den Zaubertrickslot. Den hast du. Du kannst doch so Zaubertrickslots bekommen. Ja, aber ich hatte den die ganze Zeit nicht da stehen. Deswegen, wo ist der her? Du hast doch das Amulett an, oder nicht? Für die Schutzliste, ja. Ach, dann kriegt man automatisch einen Zauberslot? Boah, die ganzen Lichter brauchen nur eine Aktion. Ich kann dir leider nicht alles auf der Erde beantworten. Na. Es gibt sogar eine Zwischensequenz. Ja. Wie er sich jetzt gebufft hat und oh ja. Oh boy. Holy shit, hat er sie geone-shottet? Ja. Damn, Bro. Ja, aber wir können sie ja noch aufheben. Die ist wieder aufgestanden. Sie wurde geheilt von der einen. Oh, hilfreich. Hast du gerade hilfreich gesagt? Ein bisschen, ja. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die mich... Alter, wie oft will die Kamera dann noch darüber zoomen? Mann. Winzige Klauen, och Gottchen. Warte, warum hat die jetzt so komische Pfeile auf sich drauf? Wenn man über die geht, über diesen Clownbären. Das haben andere Gegner auch.
Eulenbär. Okay, ich bin nicht unsichtbar. Ah, nee, die ist ja unterdrückt. Okay. Hi. What? Huhu. Was war das denn? Wie hast du dir gerade 50 Damage gemacht? Ich hab auch mit drauf gehauen. Wir haben beide Sekunde angegriffen. Okay. Sympathie Servus? Wer war Servus? Corvus. Ach. Hä? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hab irgendwas falsch gemacht anscheinend. Keine Ahnung. Ich will ihn nicht töten. Oh, warum haben wir das getan? Och, Manu. Hungry. Food. You watch speechless. As the cub begins to eat his mother. Auf eines zerbrochenen Speers. Mit einem Auge drauf. Nice. Warte, ich sprech mal mit den Bros. Ja. We survived. Mhm. Mom? What now? Ja, aber was sagst du denn jetzt? Nächste Festung, Flüchtling oder weiterjagen? Ich glaube, ich bring die um. Ihr habt euren Flüchtling gefunden. Mich. What? You? But that means I have to stop you. For the absolute. Ach Mann! Scheiß Rollen, ey. Oh. Naja. Leon, du stehst übrigens mit dem Gift drin, ne? Ja, ich weiß. Vor allem wird Schattenherz gleich wieder umgeboxt wahrscheinlich. Möglichkeit besteht. Sie wird's verkraften. Hä? Ich verstehe das nicht sogar. Bin ich jetzt auf zwei Einhändern oder bin ich auf Einhand? Du hast zwei Einhänder in der Hand. Ja, aber in diesem Interface hier. Lena? Ja? Erinnerst du dich, wie das Sombra Rework ja eigentlich in Season 3 schon kommen sollte, dann verschoben worden ist auf Season 6? Ja. Es wurde verschoben auf Season 7. Lol. Ich weiß halt nicht, ob es anders oder aus ist. Es gibt mir kein Feedback. Sollst du dir ein Feedback-Formular ausfüllen oder was? Nein, ich würde einfach gerne wissen, ob ich im Einhandmodus oder im Zweihandmodus bin. Also zwei Einhandmodus oder Einhandmodus. Sie ändert halt die Waffen nicht, egal ob ich auf ein oder zwei stelle. Hab ich schon verstanden. Ich habe einfach nur einen dummen Witz gemacht. Okay. Ich weiß, sehr neu bei mir. Kommt sehr selten vor. Okay, was will der noch alles dodgen? Die haben ganz schön viel gedodged. Oh, okay. Ja, gut. Keiner trifft. Kannst du dich selber an? Vor 13 Minuten kam ein Hotfix für Baldur's Gate 3. Oh. Ah. Ja. Schade. Es funktioniert aber gar nichts gerade. Die killen uns jetzt einfach, weil wir einfach nichts treffen. Ja. Okay. Das habe ich getroffen. Wieso leuchtet sie so komisch? Weiß ich nicht, weil hast du noch den Buff mit dem Totensprechen irgendwie? Das muss ich auf die extra einwirken. Auf jeden einzelnen. Tust du nicht. Nee, du hast den Buff noch. Oh. Kann mit Toten sprechen erneut wirken, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Dann quatsch mir doch gleich nochmal mit denen. Ist doch wunderbar. Jetzt hat sie nur mit einem angegriffen. Stand aber zweihand. Okay. Ja. Stand es. Ja, aber sie hat noch mit einem angegriffen. Jetzt habe ich es auf zweihand gestellt und jetzt. Jetzt greift sie auch noch mit einer an. Hä? Ich verstehe diesen Modus nicht. Sie greift doch immer nur mit einer Hand an. Hä? Excuse me. Hm.
Warum gibt's denn diesen Zweihandmodus, wenn sie nur mit einer Hand angreift? Ich kann aber lustigerweise nur mit ihr reden. Oder mit ihr. Ich muss dich trotzdem nochmal anwählen dafür, tatsächlich. Ja, aber du brauchst keinen Zauberplatz. Das stimmt. The corpse seems willing to speak, but not to its killer. Ich hab dich nicht mal getötet. Das war ich, wollte gerade sagen. Vielleicht muss ich weg. Das klappt vielleicht bei manchen einfach nicht. Nee. Nein, dann halt nicht. Oh, wow, was ist das denn, Alter? Da spielt mittlere Rüstung mit. Also in. Warte mal, ich gucke jetzt gerade mal. Was war bei mit. Kannst du diese Brust brauchen bei mir im Winter? Nee. Achso. Irgendwas mit Unpot und Tiere, wenn die dich angreifen. Kriegen die Schaden, aber. Also ich kann jedenfalls im Chat nicht nachvollziehen, mit wem ich irgendwie Minus- oder Plus-Sympathie bekommen habe. Du hast mit dem Eulenbär-Jungen Minus-Sympathie bekommen, weil du den Todesstoß auf seine Mutter gemacht hast. Ja, juckt mich ja nicht. Ja. Ja, egal, scheiß Kind. Ich kann doch mal mit ihm reden. Warte, ich hör zu. Okay. Ja, viel Spaß, mein Jüngchen. Hast ja noch was vor dir, ne? Ja, mit vollem Mund spricht man halt nicht, ne? Mhm. Was ist eigentlich hier oben? Guck mal, da ist noch ein Rucksack und man kann da hoch. Da oben ist noch ein Rucksack. Oh, okay. Die Tasche haben wir dann auch gleich noch. Nicht die Tasche hier, die Kiste. Je nachdem, ob wir in die rankommen oder nicht. Mhm. Hätte man von hier oben kämpfen können, oder? Kann das sein? Wie soll man denn da hochkommen, ohne dass der einen sieht? Weiß ich nicht, aber hier ist sonst nichts mehr. Hm. Oder man hätte hier vielleicht von hier irgendwie durch ein Loch oder so reinfallen können. Ja, wahrscheinlich eher. Minus 12 TP. Ah. Was, da runter zu springen? Yep. Echt? Würde mich ja mal interessieren, wie viel Damage ich da krieg. Wo sieht man das denn? Ah! Nur darunter. Minus 4. Jetzt klettert er noch einmal wieder runter, Mensch. Ja, wie kriegen wir jetzt diese Kiste hier auf? Kann ich dir nicht sagen. Kann hier noch irgendwas in die Richtung erkunden? Ich laufe hier gerade, aber hier ist auch nichts eigentlich. Ich meine, man kann ja mal, kann ja noch sein, dass man irgendwie auf Wahrnehmung würfelt oder so. Haben wir irgendwas, was Schilde bricht? Weil wenn man die inspiziert, dann hat sie Selunes Siegel auf sich drauf. Ein Schutzschild umgibt die Truhe und verursacht bei allen Ketzern, die sie berührt, 4 bis 24 gleißenden Schaden. Die Sache ist, dass kann man versuchen, mit Shadowheart sie anzufassen. Ich will jetzt dich nicht gerne von Shadowheart anfassen. Nee. Aber sie ist tot. Sterbenden Charakteren helfen. Hast du jetzt eine Rolle benutzt oder was? Nein, helfen, das oder? Ist Hilfe. Hilft sterbenden Charakteren auf oder entfernt sich Zustand, brennt, eingesponnen, gefesselt, liegend, schlafend und verstrickt. Und ich hatte da auch 100%, das dachte ich mir, dann hebe ich sie mal auf. Da sieht man die Zustimmung von ihr. Man macht Rechtsklick auf sie und versuchen. Ganz unten. Denn. Ja, mir gegenüber ist sie neutral. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das ist so ein bisschen überlappt. Ja, die sind aber überlappt. Ich würde sagen, Lena ist ganz rechts. Die Möglichkeit besteht. Das ist dein Dingen. Ich finde auch gut, dass ganz links Leon ist. Das heißt, ich bin in der Mitte von euch beiden? Ja. Weird. Interesting. Wollen wir mal kurz eine kurze Rast machen? Achso, ja, mach halt schnell eine.
Oh, ich wollte gerade so gerne wissen, wie man das Geste aufkriegt. Warte mal, könnt ihr mal, geht mal weg von hier, von der Kiste da, ein Stückchen weit weg. Nee, nee, du sollst nicht die, du sollst. Was versuchst du da jetzt gerade? LOL! Ich mach deinem Damage egal, wo man ist. Da fuck! Geile Kiste. Ich hab was auf die Kiste geworfen. Ja, ich sehe es, den Schädel. Fand die Kiste nicht so geil. Okay, keine Ahnung, kann man die einstecken? Nee, sobald man die anfasst. Also, ich mach mal diese scheiß Kiste auf, Mann. Kiste! Du hast nicht die Kiste getroffen. Nein, ich wollte auch den Weihrauch anzünden. Ja, stimmt. Ah. Ja, den Weihrauch. Leon packt erstmal einen Eimer ein. Ich wollte wissen, ob man kann Sachen mit den Sachen auch nicht interagieren und den Eimer irgendwie voll machen oder so, ne? Du meinst du dieses Crafting, was man hatte in Divinity Ocean, sind zwei, wegen Brunnen plus Eimer, gleich nicht, Wassereimer, ne? Oder so? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist mir noch nicht aufgefallen. Gut, ja, ich glaube, die sind wir aktuell zu doof für. Ja, die aufzumachen. Ist jetzt auch nicht so, als wäre es so offensichtlich mit den Rätseln aktuell, finde ich. Ist aktuell sehr schwer. Was hatte das da? Das muss doch irgendwas mit dem Scheiß da hinten zu tun haben. Warum sollte man das sonst aufdecken damit? Aber was hatte das noch gleich gesagt? Was habt ihr erst? Nahezu nichts, leider. Das ein Buch Gebet das Buch dazu habe ich ja in der Tasche. Aber das war ja auch kaum was. Ja doch, es ist doch die Lösung, die da drinnen steht. Ein Gebet, das Selun gewidmet ist und alle darum bittet, die Segen der Mondmaid anzunehmen, um an ihre Großzügigkeit teilzuhaben. Das ist ihre Großzügigkeit, da wir müssen doch wissen, wo man ein scheiß Gebet herkriegt. Oder den Segen. Hat halt nichts zum Interagieren, um einen Segen zu sprechen. Wer war das nochmal, der hier steht? Ist das diese Izun? Wie hieß die? Selun. Selun? Ist das die? Das ist doch eine Statue von ihr. Ja, ja, man kann sie nicht anklicken. Ja, aber da muss man doch hier irgendwie den Segen von ihr bekommen. Was steht denn da drin in dem Scheißbuch? Warte. Da ist doch bestimmt irgendein Ritual beschrieben oder so. Was man da steht immer noch Staubiger Foliant über den Konflikt zwischen den Schwestergöttinnen Selun und Shah, nachdem Selun die Sonne entzündet und mit Licht und Wärme Leben im Universum möglich gemacht hatte. Ja, die Sonne entzündet. Selun die Sonne entzündet und mit Licht und Wärme Leben. Aber was muss man hier anzünden? Was muss man entzünden? In Feuer getaucht. Was hast du ins Feuer getaucht? Meine Waffe. Achso. Und direkt wieder weggesteckt. Ich hatte gehofft, dass ich damit dann vielleicht den Weihrauch anzünden kann. Nee, ich habe jetzt einfach nur eine brennende Waffe. Du hattest auf den Weihrauch hattest du Feuer geschmissen, ja? Ja, den Feuerpfeil von Shadowheart. Ist hier zufällig einen anderen Spell zum Sachen anzünden, irgendwie einen Zaubertrick oder so? Also ich hab brennende Hände. Komm, ich speichere mal, dann kannst du es probieren. Ich kann brennende Hände aber nicht auf die Räucherstäbchen machen. Ich kann die nur auf den Glaskelch machen und auf das Weihrauch. Ist das nicht ein AOE vor dir? Ja, ja. Aber sonst habe ich halt noch sengender Strahl. Da wird aber die Dinger auch rot angezeigt, die Weihrauch-Dinger. Ja, versuch mal die brennenden Hände in die Richtung. Ja, also generell so Kiste und so ein Scheiß, oder was? Nein, nicht die Kiste. Die Kiste solltest du nicht treffen. Naja, die macht Aua. Ja, das ist... Okay. Ja, probier doch mal, wenn der Weihrauch schon rot leuchtet, kannst du den dann nicht angreifen? Warte mal, ich platziere mich mal ein bisschen um. Vielleicht. Warte, das Rot heißt, dass du den triffst, ne? Ja. Nee, das bedeutet, dass der davon nicht effektiert ist, wahrscheinlich. Nein, dass du ihn triffst. Mag einer mal die einzelnen Weihrauchdinger, die zu nah an der Kiste liegen, ein bisschen mehr nach links legen? Oh, ich höre mal auf, automatisch den Zauber zu wirken. Das ist ja auch geil.
Wieso höre ich auf, den Zauber zu wirken? Aber ist da nicht genug Platz? Hä? Oh, das habe ich. Ich habe das gemacht. Aber überall anders ist nicht genügend Platz, deswegen liegen die da jetzt. Ah, scheiße, hab ich aufgefangen. Sorry. Shit. Moment. Hier ist auch sonst nichts zum Anzünden. Doch, da hinten ist noch was zum Anzünden. Die Kerzen da hinten. Und die hatte ich auch schon gedacht, ja. Aber der Weihrauch brennt. Der Weihrauch will einfach nicht brennen. Nö. Da ist noch eine Kerze. Da hinten ist noch eine. Ist noch eine Kerze? Mehr Kerzen? Die brennt nicht. Oh, hab ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass wir vielleicht zu wenig Wahrnehmung haben. Naja, aber dann würden wir wenigstens sehen, ob wir irgendeinen Roll verkacken. Das stimmt. Ja gut, vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ey. Ja, wirklich so schlecht ein Rätsel lösen, ja. Ich sehe hier jetzt aber auch nichts, was in irgendeiner Art und Weise. Nee, ich sehe nichts, was uns irgendwie hier weiterhelfen könnte, wenn ich ehrlich bin. Kann man warten, bis Nacht ist? Ich wüsste nicht. Zu mich. Nein, Melina, will ich nicht. Das war eine ernst gemeinte Frage. Viel, viel wichtiger ist, kann man dieses Ding nicht. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Das aufzuheben. Dieses komische Gebet. Melina, was ist denn? Dann redet sie halt nicht mit uns. Ja, Leon kriegt das bestimmt gleich hin. Aha. Man muss das vor der Kiste lesen. Wir haben den hier aufgehoben, ja. Oh, bitte. Ich soll die Sachen da lassen oder das zerstören? Aber warum? Die ist anscheinend für Schar. Ja. Ich hab dich schon gelootet. Was findet ihr daran so wichtig? Versuchen wir es mal. Oh boy. Bitteschön. 15, das hab ich. Das wird's wohl nicht. Okay, dann erkenne ich ihr Motiv halt nicht. Vielleicht erzählt sie mir ja trotzdem halbwegs was. Oh, ich kann nochmal versuchen. Na komm. Nicht unbedingt besser. Schade. Ich geb dir schon 4. Ja, wollte gerade sagen, das war schon ein guter Bonus hier. Mag sie uns jetzt nicht mehr? Nö, sie will nicht, dass wir den Schatz nicht plündern, oder was? Sie will, dass wir ihn nicht plündern, ja. Ich hab den schon geplündert. Ich weiß. Ich häng jetzt gerade nämlich an meinem Roll fest. Wo ich den geplündert habe. Wieso hängst du, was im Roll hängst du fest? Meine Fingerfertigkeitsroll. Ich weiß nicht, ob die Kiste mich gleich umbringt. Wenn ich den verkacke oder nicht. Mal, red mal weiter, Lena. Wir gucken mal. Ich liebe diese Auswahl. Gut. Das ist so passiv-aggressiv. Ah, ich muss es benutzen. Gut. Die schaffst du zweimal. Ich wollte sagen, die schaffst du beide. Fine. Perhaps you can sell them for a couple of times. Okay. Ihre Hand hat wehgetan. Yep. Interesting. Ja, dann loote. Ich hänge ja noch in dem Dialog. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert, ob ihr mitgucken wollt. Du kannst looten. Wir können dir nicht zugucken. Ey, Leute, was ist denn das? Ich hab Würfelskin. Digga! Geil! Pay to win! Vielleicht rote Würfel. Sag das lieber nicht, bitte.
Easy. Pay-to-win-Würfel haben geregelt. Wo sind die her? Sind die vom... weil man das in der Beta gespielt hat? In der Alpha und so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Achso, jetzt habe ich aber nichts abbekommen. Okay, that's it. Was habe ich denn jetzt? Was war da jetzt drin? Ein Amulett. Ein Idol von Selun? Mondtropfenanhänger oder was? Ja. Wenn der Träger maximal 5% seiner Trefferpunkte hat, provoziert er keine Gelegenheitsangriffe. Das ist ja ideal für dich. Eigentlich ganz cool, ne? Aber gut, wenn ich 50%. Oh gut, ich meine, besser als dieses komische Licht, I guess. Ja, die Lichter kannst du an Lena weiterschieben. Ja, kannst du sich gerne nehmen. Jetzt haben wir so ein Statue. Ja, ich hab's gesehen. Kann man verkaufen. Oh. Wunderbar, raus hier. Okay, man musste den einfach nur davor vorlesen. Oh Mann, ey. Hat man nicht sonst noch irgendwo ein Rätsel, das wir nicht gelöst bekommen haben? Ich glaube gerade nicht, oder? Ich meine nicht schon, aber ich weiß nicht was. Hatten wir? Warum bin ich eigentlich schon wieder fast tot, Mann? Warum habe ich den Schädel auf diese blöde Kiste geworfen? Mann. Gewalt ist nicht immer eine Lösung. Nee, nicht immer. Vor allem, wenn die nicht Kiste immer zurückschmeißt. Aber so richtig zurückschmeißt. Oh, hier geht's noch hoch, ne? Ja. Wo ist Lena eigentlich? Ich weiß, warum auch immer wollten sich meine Chars nicht bewegen. Jetzt bin ich draußen. Orkenmorchel. Hier links geht's ja auch noch weit. Richtung. Oh Gott. Also es geht einmal nach Karlach und rechts von uns Halsen. Jage ja Karlach. Ja. Sollen wir jetzt erst Karlach machen oder erst Halsen? Was ist denn näher dran? Ist es überhaupt sinnig? Karlach ist direkt hier oben, ne? Ist es überhaupt sinnig, Karlach zu machen ohne Will? Eine sehr gute Frage, wenn seine Quests sollten wir ihn dazu lassen. Vielleicht können wir sie erst. Nee, was ist das? Erst rekrutieren und danach gucken, was passiert. Ist es ein Dogo? Und da liegt eine Tote. Katze. Und da liegt eine Tote. Und dann sprichst du mal mit dem Dogo und danach sprichst du mit der Toten. Ich hab noch meinen Trank hier. Komm her, Dogo. Warte, ich hör zu. Ist tot. Keep moving, stranger. Quietly. Was ist denn passiert? I told you to go. Wahrnehmung war am höchsten, ne? Ja, plus 3. Auf sein Halsband schauen. Boah, sind jetzt meine Pay-to-Win-Würfel? Nein. Nö. Warum nicht? Soll ich einen Bonus dafür nehmen? Nee, ist doch nur 10 mit einem 3er. Kann Nolan das nicht eh jedes Mal machen? Einfach nur? Ja, dann, mir aus. Keine Ahnung. Ich krieg 4 bis 7 Boni, denn, ne? Das ist schon. Wofür kann die Animation überspringen? Wofür gebe ich dem überhaupt einen Bonus? Better safe than sorry. Ja. Etched into the leather. Scratch. Scratch. Du heißt. Kratzer, oder? Komm her, ist schon gut. You know my name? Interesting. A predator wouldn't care to learn it. Still, you should go. My friend is injured. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Verletzt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er aufwacht. Wo ein Grab brauche. Ich glaube nicht, dass er aufwacht. And then we'll return home. Na? Och. Was ist denn deinem Freund? Warte, beweisen, dass der Mann tot ist. Die drei Seite leichter anschreien. Oh. Was genau ist deinem Freund denn zugestoßen? We were attacked. Cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. Ich würde jetzt Intelligenz. Knolle. Knolle sind was anderes als Gnome? Als Goblins? Komm, du kannst mich begleiten, wenn du willst. Oder komm. No. I won't leave him. Ich beweise dir, dass er tot ist, okay? Nee, doch. Okay, vielleicht ist er jetzt wütend. Oh, verdammt. Oh, wir hätten den als Begleiter haben können. Hätte man? Ja, hätte man. Wirklich? Er hat doch gerade gesagt, falls er nicht aufwacht, komm zu meinem Lager. Das war die 1. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gelesen. Dann lade ich halt. Mein Gott. Keine Ahnung, wo ich letztes Mal gespeichert habe. Wird super.